Moin, moin, Leute. So, weiter geht's bei The Bard's Tale. Direkt zurück nach Uten und gucken, was wir als nächstes so anstellen können. Ich bin gerade am überlegen, ob ich vielleicht einfach mal zum Büttel reinlatsch und mal frag, was so los ist. Vielleicht kriegen wir da eine neue Quest. Mal schauen. Oh, Katze. Ah, so sieht man sich wieder. Ja, was für ein Zufall aber auch. Wie ich sehe, sind eure magischen Fähigkeiten inzwischen etwas gewachsen. Wenn ihr sie weiter ausbauen wollt, solltet ihr meinen Bruder Bov in Kirkwall aufsuchen. Euren Bruder? Ist er etwa auch so seltsam wie ihr? Oh nein, er ist auch nicht wirklich mein Bruder, sondern nur ein Mitglied meines Ordens. Ja, natürlich. Mein Junge, die Weisheiten, die ich euch bisher mit auf den Weg gegeben habe, waren euch doch immer nützlich. Genau das ist es, was mir Sorgen bereitet. Sucht Bov in Kirkwall auf. Das ist mein Rat an euch. Und nun, viel Glück, mein Junge. Hey, wie es aussieht, werden hier Weltbereiche freigeschaltet. Ja, ganz interessant. Ich habe mir überlegt, wir gehen jetzt zuerst mal zum Grottenschrat. Ich will mir das jetzt nochmal genauer angucken. Weil wirklich gekämpft gegen ihn haben wir ja nicht. Der hat bloß immer so aus seinen Verstecken angegriffen. Wir schauen einfach mal. Ich denke, ja. Mir fällt gerade nichts viel zu ein. Ja, ich weiß. Bin ein bisschen mundtot. Fuck, Alter. Alter. Alter, wie der mich wegbasht. Ey, ist ja sick. Ja, irgendwie, ich gehe mal kurz saven. Und dann können wir uns das hier eigentlich mal genauer angucken. Was mit dem Grottenschrat so los ist. Vielleicht kriegen wir denn ja wirklich irgendwie attacked. Oder auch nicht. Oh, fuck. Ja, super. Okay. Das kann nicht sein. Okay. What the fuck? Und so endet die Geschichte des Barden. Aha. Ja, wow. Also ihr merkt, ich bin gerade ein klein bisschen verwirrt. Irgendwie ein bisschen seltsam hier alles. Alter! Ja, genau. Ey, was für eine Scheiße. Ja, holen wir uns mal die Heilung. Ja, alles ein bisschen weird hier in der Höhle. Also so ganz verstehen tue ich das noch nicht, wie das mit dem Höhlenschrat läuft. Ob wir ihn angreifen können, ob wir ihm Schaden zufügen können, ja. Oder ob wir an einen gewissen Punkt laufen müssen, um ihn anzugreifen. Da, aber sobald ich ihn angreifen will... Macht er mir Schaden, das ist total zum Kotzen. Okay, hier geht die Tür auf. Ja, ich denke, wir werden jetzt einfach mal ganz, ganz stumpf reinlaufen. Mal gucken. Mehr als sterben können wir ja eh nicht. Von daher sollte das hier alles kein Problem sein. Hier haben wir noch eine Schatztruhe, die wir natürlich ganz gierig aufmachen. Und Schwert. Neue Waffe. Ah, okay. Also die wird als neue Waffe. Okay. S. Colored. Okay, das wäre jetzt ein Breitschwert.
Ja, ihr habt's vielleicht gemerkt, ich weiß immer noch nicht, wie man Waffenwerte anguckt, aber es müsste doch irgendwo gehen. Ausrüstung, da müsste doch eigentlich dran stehen. Ah, okay. 7 bis 19, 9 bis 15, ja, ich denke, da werden wir definitiv beim Claymore bleiben. Vor allem, da wir auch auf Zweihandwaffen geskillt werden wollen oder geskillt werden. Ja, ich habe mich gerade zweimal wiederholt. Geil. Auf jeden Fall machen wir hier mal weiter. Also ich kann mich an das Spiel einfach gar nicht mehr erinnern. Das ist echt komisch. Normal kann ich das immer noch irgendwie, aber das Spiel... Was ist mit dem fucking Kopf los? Oh, eine beschissene Falle. Ja, sehr schön. Da hinten steht noch eine Truhe. Die plündern wir auch gleich einmal. Was haben wir hier drin? Okay, polierte Knochen wieder. Und Natternstein. Eberfell. Boah. Why not, ne? Ah, das sieht schon wieder nach einer fucking Falle aus. Shit. Wir versuchen uns mal hier rum zu sneaken. Nice. Okay. Lösen wir doch einfach mal den Hebel aus. Geht nicht. Dreck. Ja. Also. Ah, ich glaube. Ja. Hahaha. Ja. Oh shit. Oh shit. Okay, jetzt irgendwie ein bisschen weird. What the fuck ist hier los? Move it. Ah, move it. Ah, fuck. Dieser kleine Pisser. Alter! Der schmeißt irgendwelche Rauchbomben, Granatendinger auf mich. Scheiße. Okay, anscheinend kann nur er die Hebel betätigen. Ja. So, jetzt können wir ihn wieder bashen. Alter, wie der mir auf den Piss geht, ist unfassbar. Genau, jetzt zieht er den Hebel, sobald ich hier drauf stehe. Alter, wie der mir auf den Piss geht. Fucking Grottenschrott. Und dann blockt er immer. Ja, also ihr merkt schon, irgendwie ist der Kampf sehr, sehr weird. Ja. Ich bin gerade so schwer begeistert von diesem Kampf. Es ist unfassbar. Wo ist er denn? Da ist er. Drecksack. Komm her. Ey, nach jedem Schlag so ein Bastard. Rage Mode. Rage Mode. Okay, also anscheinend ist wichtig, dass wir nicht auf den Stacheln stehen. Genau. Dann bringt es nämlich ihm nichts, wenn er die Falle auslöst. Und jetzt... Yes! Nice one! Okay. Bitte tötet mich nicht, bitte. Es tut mir leid, ich wollte niemanden wehtun. Oh, ich blute. Ich glaube, ihr habt mir den Arm gebrochen. Ah, das ist ein Zahn. Ich habe gerade einen Zahn ausgespuckt und nicht noch einen Zahn. Oh, seht mich an. Seht mich an. Nein, seht mich nicht an. Ach, verdammt, macht, was ihr wollt. Ist mir egal. Na los, seht hin. Ich bin kein Grottenschrat. Ich bin bloß ein dreckiger Bastard, der in einem stinkigen alten Teppich und mit einem Eimer als Kopf durch die Gegend rennt. Hört zu, nehmt all mein Silber. Ich brauche es sowieso nicht mehr.
Ich hatte alles für eine Verabredung mit der Witwe McRary gespart. Und dann hat sie rausgefunden, dass ich noch bei meiner Mutter wohne. Jetzt spricht sie nicht mal mehr mit mir. Und wisst ihr was? Ich bin 42 und immer eine Filmfrau. Ist das nicht erbärmlich? Ach, bringt mich einfach um, bitte. Macht der Sache ein Ende. Okay, irgendwie jetztle. Irgendwie alles ein bisschen komisch mit der, mit den Cutscenes. Und weiter. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir ihn töten oder nicht? Ich würd's, die Entscheidung überlasse ich euch, auf wie ihn töten. Ich muss nämlich jetzt schon wieder einen Schnitt machen. Wir öffnen noch mal kurz die Truhe, holen uns das Gold. Wie gut, dass der heroische Barde zugegen war, um diesen grässlichen Grottenschrat davon abzuhalten, das Grab all seiner kostbaren Schätze zu berauben. Ja, genau. Halleluja. Einiges an Gold sacken wir hier gerade ab. Jetzt über 1000 Gold, sehr nice. Ich überlasse euch die Entscheidung, ob ich ihn töten soll oder am Leben lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich gehe zum nächsten Speicherpunkt. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.